Minecraft, aber alle Drops sind random. Mein Name ist Easy Cheesy und damit ahoi und willkommen zu einer neuen Minecraft Challenge. Denn heute sind alle Dinge, die droppen, tatsächlich random. Und ich würde sagen, wir suchen uns heute erstmal unser allererstes Opfer aus. Welchen Block sollen wir zuerst abbauen? Let's go! Wir bauen Gras ab und daraus werden einfach Steinstufen. Was sollen wir mit Steinstufen? Vor allem, die können wir gar nicht abbauen, weil wir kein Holz haben. Alles klar, dann wollen wir uns mal ein bisschen Holz holen, Freunde. Wir holen uns hier erstmal ein bisschen schmackhaftes Birkenholz. Let's go! No way! No way haben wir gerade einen Netherite-Block bekommen. Freunde, wir sind reich. Wir sind reich! Wir sind reich! Das Spiel hat gerade erst angefangen und wir haben einfach zwei voll Netherite-Blöcke. Nein, als ob, das gibt's doch gar nicht. Okay, let's go, go, go. Wir holen uns noch mehr Netherite. Allerdings weiß ich nicht genau, wie uns das weiterhelfen soll, denn wir haben immer noch kein Holz. Versuchen wir doch mal etwas Eichenholz abzubauen. Vielleicht funktioniert das ja und wir kriegen tatsächlich etwas Holz. Redstone. Was passiert, wenn wir Redstone abbauen? Wir haben Holz bekommen. Nein. Als ob, wir haben wirklich Holz bekommen. Und zwar entrindetes Eichenholz. Das heißt, wir müssen nur Eichenholz abbauen. Dadurch entsteht Redstone. Und dadurch entsteht tatsächlich Holz in unserem Inventar. Das ist ja mega nice. Bam, 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 bam. Let's go. Jetzt, wo wir etwas Holz haben, können wir uns auch unsere Tools craften. Das Crafting funktioniert in diesem Data Pack. Wir spielen Data Pack, dass es hier alles so richtig verwirrend macht. Ganz normal. Nur die Drops sind halt umgestellt. Das heißt, wir können jetzt, ja, ich würde sagen, wir craften uns jetzt mal ein paar Netherite Tools. Einfach nur, weil wir es können, Freunde. Let's go. Wir brauchen erst Dias. Man kann keine Netherite-Tools. Nein, wir können das. Stimmt, Freunde, wir brauchen erst Dias. Und wenn wir Dias haben, dann können wir unsere Tools auf Netherite upgraden. Okay, wir nehmen uns mal die Werkbank hier mit. Und dann würde ich sagen, wir schauen mal weiter. Oh. What? No way, warte, was haben wir gerade gemacht? Wir hatten eine Werkbank. Und wir haben die Werkbank abgebaut. Und dadurch ist eine Wither-Rose entstanden. Als ob. Wir haben einfach Rüstung bekommen. Fluch des Verschwindens, Federfall 4 und Feuerschutz und einfach Dornen auf unserer Brustplatte. Wir brauchen noch mehr Werkbänke. Die sind ja richtig OP. Und bam. Wir haben Dias. Wir haben einfach, wir sind 3 Minuten im Game und wir haben schon Dias. Als ob. Alright. Let's go. Wir brauchen nochmal eine Werkbank. Dieses Mal benutzen wir die allerdings auch. Und ich würde sagen, wir machen uns mal ein Dia-Schwert. Und das Ganze können wir aber nur an einem Gerät auf Netherite upgraden. Das können wir auf jeden Fall später versuchen. Ich würde sagen, wir craften uns erstmal noch ein paar andere Tools, die wir brauchen könnten. Und zwar zum Beispiel eine Axt und eine Dia-Spitzhacke. Weil, hey, warum nicht? Freunde, bisschen Redstone-Farm. Oh, warte, der Baum despawnt! Was? Es droppen einfach Emeralds, Rüstung, Eisen und Brote aus dem Baum. Das heißt, wir haben sogar was zu essen hier. Oh no, als ob. Anschließend Parisa Rosen. Als ob, Alter. Schaut euch das mal an. Ey, Freunde, ich glaube, wir haben mehr als genug Loot, um hier gleich loszulegen. Ich brauche mir nicht mal mehr irgendwie Equipment craften oder sowas, weil wir haben einfach schon alles, was wir brauchen. Wir haben sogar eine Dia-Spitzhacke bekommen, die einfach enchanted ist. Das heißt, wir können unsere ganzen anderen Sachen, die wir gerade gecraftet haben, können wir einfach wegschmeißen. Was passiert, wenn wir uns einen Dia-Block craften und den dann abbauen? Wir haben einfach nur eine Wolle bekommen und eine Quarzstufe. Aber die können wir wieder abbauen. Und dadurch wird ein Creeper-Kopf draus. Und wenn wir den jetzt abbauen, bekommen wir ein Schild. Okay. Was passiert, wenn wir das Schild abbauen? Eine Steindruckplatte und jetzt haben wir einfach gar nichts mehr. Aber wir haben noch den Wollblock und aus mehreren Wollen können wir uns nämlich ein Bett craften. Aber erstmal würde ich sagen, wir bauen mal einen Emeraldblock ab und daraus wird ein gemeißelter Steinziegel und daraus wird mal wieder gar nichts. Ich glaube, Wither-Rosen sind hier wirklich mein allerliebstes Subjekt hier in diesem Spiel. Wir haben sogar einen Sattel bekommen. Was passiert, wenn wir Sand abbauen? Daraus wird grüner Beton. Hellgrüner Beton. Oh.
Und so kriegen wir Bücher. Das ist ziemlich gut zum Enchanten. Ich muss sagen, das Game hier gerade ist wesentlich einfacher als das normale Minecraft. Hi, kleine Schildkröte. Genießt du den sonnigen Tag hier? Oh, der Tag hat gerade erst begonnen. Viel Spaß noch. Hier vorne sind coole Blumen. Let's go. Die droppt uns Gold. Was, Junge? Was? Wir haben aus einer Rose einfach richtig viele Meeressachen bekommen. Wir haben Fische bekommen und, oh mein Gott, sogar ein Herz des Meeres. Und die gibt uns auch Dias. Hi, kleines Hühnchen. Weißt du was? Hier, nimm ein paar Dias. Ich habe ohnehin schon zu viel. Okay, dann nicht. Dann eben nicht. Die Unterwasserwelt. Hier bekommt ihr euer Erz wieder. Okay. Hier unten findet sich sowohl Stein, oh, aus dem wir rote Baller bekommen, not bad, als auch Sandstein, den wir ebenfalls abbauen können. Oh, und daraus ist ein Gerüst geworden. Das ist sogar ganz praktisch, glaube ich. Die Frage ist, was passiert, wenn wir die Baller wiederum abbauen? Wir haben Holz bekommen. Entrinnetes Schwarzeichenholz. Was passiert, wenn wir das abbauen? Nein, es ist wieder gar nichts draus geworden. Wenn wir ein Gerüst abbauen, bekommen wir... Oh, ein rohen Kabeljau. Damit können wir versuchen, eine Katze zu zähmen. Aber nur, wenn wir ein Dorf finden. Oh, da ist ja eine Katze. Willst du einen Fisch? Probier mal. Hey, dreh mir nicht den Rücken zu. Guck mal, willst du einen Fisch haben? Du bist auch kein Fisch. Der arme Fisch. Ich lasse ihn wieder frei. Ich höre Fledermäuse. Hier muss irgendwo eine Höhle sein. Zum Glück haben wir... eine gute Schaufel aus einem Baum bekommen. Yeah, da sind wir. Oh mein Gott, ein Unterwasser-Zombie. Was passiert, wenn ich den abbaue? Nimm das. Stirb, Zombie. Eine Gasträne haben wir einfach bekommen. Wie nice ist das denn? Was passiert, wenn wir die anderen Mobs in der Höhle killen? Oh, 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 das sind eine Menge Mobs, das sind eine Menge Mobs. Aber zum Glück haben wir richtig krasse Rüstung. Und ich glaube, das Skelett hat gerade einen Creeper erschossen. Hier ist ein Creeper. Okay, Creeper. Na, oh, der Creeper ist explodiert. Und stirb, Creeper. Der hat einen rosa Banner gedroppt. Okay, Freunde, ich bin weg. Wir sehen uns später. Let's go. Wollen wir jetzt mal unseren Loot anschauen aus der Höhle. Abgesehen von den paar Pfeilen, die da gerade in mir stecken. Wir haben noch blaue Keramik bekommen. Was können wir mit der anstellen? Daraus werden wieder Blumen. Und Blumen, haben wir ja gelernt, sind ziemlich OP. Also mal schauen, was wir daraus bekommen. Oh. Stufen. Sandsteinstufen. Aber vielleicht bringen die was. Nein! Die Schafe sind einfach gestorben. Die stecken irgendwo in diesen Stufen drin. Hey, willst du vielleicht ein Stück rohes Schaf? Wir haben außerdem ein rosa Banner bekommen. Und wenn wir das abbauen... Oh. Bekommen wir einen Blumentopf mit einem Akaziensetzling. Orange Wolle haben wir noch gar nicht abgebaut. Daraus hätten wir uns sogar ein Bett machen können. Oh no, Freunde, wir hätten ein Bett gebraucht. Ich brauche keine Tintenbeutel. Wir brauchen mehr orange Wolle. Welcher Mob hat das gedroppt? Auf zurück in die Höhle und hoffen wir mal, dass ein paar weitere Monster erschienen sind. Hier ist zum Beispiel ein Enderman. Aber ich will erstmal den Creeper aus dem Weg räumen. Vielleicht kriege ich sogar noch ein pinkes Banner. Zombies droppen orange Wolle. Zombies sind richtig OP. Zwei Creeper! Ich brauche dein Loot. Du darfst nicht sterben. Nein! Ich habe nur eine orange Wolle. Schon wieder ein Skelett. Und ein rosa Banner. Hi, Enderman. Was droppst du? Es tut mir leid. Ich muss dich angreifen. Du hast keine Chance. Nice. Er hat einen Sandstein gedroppt. Das war's leider gerade mit Mobs hier in dieser Höhle. Was mag wohl droppen, wenn wir die Sachen unter Wasser abbauen? Hier passiert erstmal gar nichts, aber vielleicht, da sind gerade Stöcker gedroppt. Ist das normal? Nee, oder? Vielleicht, wenn wir eine Schere benutzen, die können wir uns ja ganz einfach craften. Wir bekommen einfach Laub da draus. Das sind einfach Laubblöcke hier. Also wenn wir irgendwie Laub für Deko wollen oder so, müssen wir es unter Wasser suchen. Dann haben wir hier noch, ich glaube, Seetank. Und daraus... Was ist das hier? Rissige, polierte Schwarzsteinziegel? Was droppt, wenn wir die abbauen? Oh, wir haben hellgrauen Beton bekommen. Und daraus bemooste Bruchsteinmauern. Und daraus einen Kaktus. Und einen Blumentopf. Was sehen meine kleinen Augen denn dort hinten? Eine Wüste wartet auf uns. Genau der richtige Ort, um unseren neu gewonnenen Kaktus anzupflanzen. Wobei, das ist weniger eine Wüste,
als einfach ein kleiner Fleck dreckiger Sand. Oh. Wir haben Schleifstein bekommen. Damit können wir Sachen entzaubern. Allerdings, ich will Fluch des Verschwindens weghaben und nicht Feuerschutz oder Federfall. Ein neues Biom erwartet uns. Very nice. Mal sehen, was passiert, wenn wir Akazienholz abbauen. What? Wir bekommen einfach gar nichts. Wie kann das denn sein? Es ist gar nichts gedroppt. Und was, wenn wir... Oh. Blumentöpfe und irgendein Kram aus dem Nether. Was ist das? Versuchen wir mal, was passiert, wenn wir das abbauen? Eine Meeresgurke! Oh, wie schön! Und wenn wir eine Meeresgurke abbauen, haben wir Magenta-Trockenbeton. Und daraus... Nein! Nein! No way! No way, Freunde! Nie... Nein. Als ob. Wir können unsere Sachen zu Netherite aufwerten! What? Bam! Netherite Harnisch! Bam! Netherite Beinschutz! Bam! Netherite Stiefel! Let's go! Den können wir bestimmt nicht mitnehmen, oder? Was, wenn wir den jetzt abbauen? Dann bekommen wir... ein Steinziegel! Und daraus ein violetten Beton. Und daraus eine Kette. Oh, sehr schön als Schmuck. Und daraus ein Quarzblock. Und der wird wieder mal zu gar nichts. Hier vorne steht ein einsamer Kürbis, aus dem wir eine Stufe bekommen. Und zwar eine Wirrstufe. Und die gibt uns eine Tropenholztreppe. Und daraus bekommen wir Luft. Hallo Schweine, wo geht's denn da hinten hin? Wir haben noch gar nicht geschaut, was passiert, wenn wir große Blumen abbauen. Nein, die droppen nichts. Ach, komm schon. Vielleicht bekommen wir ja was aus Zuckerrohr. Let's go, schwarzer Trockenbeton. Alright, mal sehen, was wir daraus zaubern können. Pfeile, das ist mega OP. Wir haben jetzt sogar einen Bogen von einem Skelett bekommen und wir haben Pfeile. Ich bin bereit für den Enderdrachen. Also jetzt no joke, ich glaube, ich bin wirklich bereit für den Enderdrachen. Wir haben noch gar nicht versucht, was passiert, wenn wir Ton abbauen. Daraus bekommen wir einfach Leder. Und da unten, wenn wir grobe Erde abbauen, bekommen wir irgendwie so eine Art Pilze oder sowas. Wirrpilze. Bam! Wir haben antiken Schrott bekommen. Und daraus können wir uns sogar noch mehr Netherite machen. Allerdings haben wir schon fast einen Stack Netherite-Barren, von daher lass es dir schmecken. Mir ist aufgefallen, dass wir noch gar nicht so richtig in Höhlen waren und geguckt haben, was wir hieraus Cooles bekommen. Hier wird einfach Endstein draus. Wir kriegen einfach die Sachen, die wir normalerweise im End haben und einen Haufen Papier und leere Karten. Jetzt wissen wir ganz genau, wo wir sind. Wenn wir jedoch, ich glaube, das ist Andesit abbauen, bekommen wir einfach rote Nether-Ziegelsteinmauern. Und daraus wird eine hellgrau glasierte Keramik, die zu gemeißelten Netherstein wird. Und daraus bekommen wir einfach einen Knopf. Hi, Knopf. Bye, Knopf. Tschüss, Skelett. Verzeihung, ich muss hier mal durch. Oh, hier ist ein Mietschacht. Mega nice. Oh, danke für die orange Wolle. Wir können uns bald ein Bett craften. Was passiert, wenn wir... Daraus bekommen wir Steintreppen. Und daraus Ziegelsteine für unser Haus. No way, wir haben nochmal Dia-Sachen bekommen mit Schusssicher und ein Dia-Schwert. Hi Zombie, gib mir deine schöne Wolle. Hier kann man nochmal Kohle abbauen. Wir haben Schneebälle, Quarzbrote und Emeralds aus Kohle bekommen. Was? Wenn wir Steine abbauen, bekommen wir rote Banner. Und wir haben einfach aus Gold auch Gold aus Kohle bekommen. Wenn wir Eisen abbauen, bekommen wir eine blaue Orchidee. Das sind meine Lieblingsblumen in Minecraft. Wieso liegen hier drei Skelettschädel? Hä, da sind sogar noch mehr? Wieso liegen hier so viele Skelettschädel, Freunde? Was ist hier passiert? Tut mir leid, ich muss euch mal gerade köpfen. Daraus wird auf jeden Fall bemooster Bruchsteinstufe. Und wenn wir die abbauen... Wir haben endlich Kisten! Das heißt, damit können wir jetzt unsere Items lagern. Oh, Freunde, wir kommen so viel näher daran, ein Haus zu bauen. Richtig OP wäre es, wenn wir Schalker-Kisten hätten, weil dann können wir unsere Items auch jetzt im Inventar einlagern. Wir können auch mal versuchen, was passiert, wenn wir Schienen abbauen. Dadurch bekommen wir Orangenbeton. Und aus dem bekommen wir einfach mal wieder gar nichts. Noch etwas weiter unten haben wir vielleicht das Glück, Dias zu finden. Aber hier ist erstmal Gold. Let's go!
Gold gibt uns tatsächlich auch wieder Holz. Das ist nicht schlecht und... Oh, was ist jetzt passiert? Okay, ich kann auf das Gold verzichten. Mal sehen, was passiert, wenn wir Redstone abbauen. Daraus bekommen wir einfach Falltüren. Und aus den Falltüren wird mal wieder Eisen. Aber wir haben mehr als genug Eisen, Freunde. Oh, Dias! Dias, Dias, wir haben Dias. Let's go. Gehen wir einfach mal rüber. Wobei, ich habe einen Wassereimer. Let's go. Und da... Oh nein! Huh! Das war knapp. No way. No way, wir haben einfach nur eine Fichtenholzstufe aus einem Dia bekommen? Nein, das kann doch nicht wahr sein. Und daraus bekommen wir ein Eichenholz-Zauntor. Und eine Feinwegeplatte, woraus ein Zaun entsteht. Und aus dem entsteht ein Blumentopf mit einem Shrub. Na, vielen Dank auch. Lapis Lazuli haben wir auch noch nicht abgebaut. Dadurch werden tatsächlich rote Sandsteinstufen draus, die nur cool aussehen, weil viel bringen tut uns die Magma-Creme hier auch nicht. Hier sind Kornblumen und wenn wir Kornblumen abbauen, dann wird daraus grüner Beton. Okay. Und der gibt uns grünen Trockenbeton, was gar nicht mal so schlecht ist. Und daraus bekommen wir einfach Schwämme. Wenn wir die abbauen, bekommen wir blaue glasierte Keramik, woraus Bambus wird. Übrigens, Bambus kann sehr tödlich sein, wenn man in Minecraft kein Grün berühren darf. Wie in der letzten Challenge, die wir gespielt haben. Checkt die gerne aus, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Da haben wir nämlich gespielt Minecraft, aber du darfst kein Grün berühren, weil sonst stirbst du. Wenn wir Bambus abbauen, bekommen wir rote Schienen und daraus bekommen wir Stöcker. Ich würde actually gerne sehen, was passiert, wenn wir die Schwämme trocknen, bevor wir sie abbauen. Dazu brauchen wir allerdings einen Ofen und irgendwie haben wir keinen. Ich glaube, einen Ofen bekommt man von Stein. Hello, hello, hello. Wo versteckst du dich, lieber Stein? Oder war das von Kohle? Hier ist zwar super viel Loot, aber ich bin mir nicht sicher, ob wirklich ein Ofen dabei ist. Oh, da ist ein Ofen! Es hat funktioniert! Okay, die Phantomhaut brauchen wir nicht. Wir haben einfach Bosch bekommen und Schneebälle. Und Kartoffeln! Da ist unser Ofen. Daraus erhalten wir einen trockenen Schwamm. Und mal sehen, was passiert, wenn wir den jetzt abbauen. Oh, wir haben Teppich bekommen. Hellblauen Beton. Eine Akazienholzfalltür. Und gar nichts. Aber vielleicht, wenn wir den Ofen abbauen. Ne, wir haben daraus, glaube ich, nur Quarz bekommen gerade. Hier sind Magma-Blöcke, die wir abbauen können. Daraus wird Zuckerrohr. Aus Netherbricks wird ab und zu scheinbar eine Wöhrranke oder sowas. Kann man das beenden? Sieht gut aus, wir haben Obsidian. Hier ist eine Feuerkugel. Let's go! Vielleicht können wir uns noch das Gold mitnehmen. Wobei, warte, was droppt, wenn wir einen Goldblock abbauen? Haben wir das schon probiert? Wir haben ganz viel Zeug bekommen, aber nichts, was wir gebrauchen können. Ab in den Nether! Oh yeah! Let's go! Da sind wir im Nether angekommen. Ah, mal sehen, was wir hier Cooles abbauen können. Hier vorne sind solche Goldblöcke. Mal sehen, was wir kriegen. Granitstufen oder sowas? Was sollen wir denn damit? Hallo, wo geht's hier hin? Muss hier irgendwie weiterkommen. Oh, warte, was wird das hier? Haben wir gerade schon wieder Fisch bekommen? Wir kriegen einfach Fische aus dem Nether. Wir haben Kohle. Nice, es droppt uns einfach Kohle. Und Wassereimer. Okay, mit denen können wir jetzt im Nether auch nicht so viel anfangen. Aber die Kohle, würde ich sagen, nehmen wir auf jeden Fall mit. Oh yeah, da sind wir auch schon. Und da ist ein kleiner Piglin. Warum bist du sauer auf mich? Ich habe dir gar nichts getan. Warte, ich trage keine Goldrüstung. Das ist das Problem. Wir sollten versuchen, uns Goldrüstung zu craften. Wir machen uns einfach mal einen Goldhelm. Federfallschuhe, let's go. Ich glaube, die behalte ich sogar an, weil die haben sogar Feuerschutz hier. Okay, kleine Hoglins. Ich habe Full Netherite oder zumindest halb. Ich komme. Ah! Lass mich in Ruhe. Nein. Geht weg von mir. Alter, was willst du von mir? Wenn du so wegkommst. Junge, die sind ja am Ausrasten. Was stimmt nicht mit denen? Wir haben ja auf jeden Fall irgendwas Komisches bekommen. Ich glaube, wieder irgendeine Art glasierter Keramik oder sowas. Die bringt uns, glaube ich, nicht so viel. Die wollen nämlich mir mit, weil ich mir mein Bett machen. Geh doch mal weg hier. Warum mussten wir auch ausgerechnet in den Schweinewald kommen? Was passiert, wenn wir das hier abbauen? Ah! Hoglins zur Attacke! Lasst mich in Ruhe! Hier ist ein Pilz, der bringt uns polierten Schwarzstein, woraus wir Holz bekommen. Oh, und daraus wird ein cooler Leuchtstab.
Wir können diese Ranken abbauen. Daraus bekommen wir einfach Pistons. Und hier sind Shroomlights. Und die bringen uns rote Wolle. Nice. Daraus können wir sogar ein rotes Bett machen, wenn wir wollen. Wir haben Glowstone gefunden. Und was mag daraus werden? Birkenholzbretter? Bringen die irgendwas? Oh, actually not bad. Wir haben sogar eine Angel bekommen. Ein weiteres Netherbiom wartet auf uns. Let's go. Mal sehen, was wir daher bekommen. Ich würde gerne Enderperlen haben, aber ich weiß nicht so genau, woher wir die kriegen sollen. Vielleicht doch von Enderman? Was ist das hier? Netherquarz kriegen wir aus diesen komischen Blumen, die hier wachsen. Was kommt aus dem... Karotten? Aus dem kleinen Gras kommen einfach Karotten. Ja, richtig cool. Wir haben ohnehin schon unendlich Essen, aber Karotten sind mein Lieblingsessen. Vielleicht können wir sogar ein Schwein ziehen. Was kriegen wir, wenn wir das Holz hier abbauen? Hä? Schwarzeichenholz, Falltüren. Und daraus wird einfach gar nichts. Da unten ist ein Enderman. Komm her, kleiner Enderman. Es tut mir leid, aber ich muss dich leider töten. Oh, oh. Oh, oh. Komm schon. Er hat aber nichts Cooles gedroppt. Das letzte Netherbiom ist, glaube ich, dieses hier. Und aus Knochen bekommen wir einfach nur Schilder. Wirklich? Und daraus wird gelbe Wolle. Alright. Aber mal sehen, was wir aus Seelensand kriegen. Basalt. Und aus Basalt? Werden einfach volle Goldblöcke. Not bad. Ich glaube, es wird bald Zeit, sich niederzulassen. Allerdings sind hier noch ein paar andere Biome. Wir können Lianen zerstören und daraus bekommen wir einfach gar nichts. Wieso nicht? Okay, das verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Da sind Brote, das sind ja alles Eichenbäume, die haben wir schon längst zerstört. Was gibt's hier noch im Swamp? Da hinten ist ein Schwarzeichenwald. Pilze! Oh, daraus kriegt man Stufen. Oh, Netherrack kennen wir schon. Hier kann ich jetzt angeln gehen mit meiner neuen Angel. Okay, ich will gerne wissen, was aus diesen Pilzen hier wird, wenn ich das hier abbaue. Glatter Quarz! Ich liebe glatten Quarz. Damit kann man richtig schön bauen. Und aus dem roten Pilz wird auch Quarz, oder? Quarzziegel werden einfach daraus. Daraus können wir uns ein richtig schönes Haus bauen, Freunde. Ich setze mal mein Bett hier hin und jetzt haben wir hier einen Spawn Point. Und wir schauen uns mal an, was aus dem braunen Pilz wird. Auch Quarz aus dem Stamm und aus dem Pilz selber werden Eisengitter. Hier vorne ist sogar gleich so ein Sonnenblumenfeld und daraus bekommen wir Steinsägen. Let's go. Ich hätte halt gerne noch ein Villagerdorf oder sowas gefunden. Ich habe die Sichtweite auf 26 Chunks erhöht und wir haben einen Pillager-Outpost gefunden. Hier sind bestimmt ein paar kleine Pillager, die wir erschrecken können. Hello, Mr. Pillager, Sir. Oh ja, yeah, nehmen Sie das. Zack, ich mach mal die Treppe zu, dass hier keine von unten hochkommt. Bam. Oh, hier ist ja gar nichts drin. Ich will eigentlich nur wissen, was passiert, wenn wir die Banner abbauen. Wir kriegen einfach nur Körner. Das hat sich ja jetzt nicht gerade gelohnt. Sie können ihre Armbrust wiederhaben. Goodbye. Aua. Ein Dorf, ein Dorf, ein Dorf. Warte mal, zwei Dörfer? Wir haben hier vorne eins und da hinten gleich noch eins. Okay, mal sehen, was wir aus dem Dorf so für coolen Loot bekommen. Hier vorne wächst Weizen und daraus bekommen wir rote Netherstein-Ziegel, Treppen. Aus dem Komposter bekommen wir gar nichts. Was, wenn wir Weizen so abbauen? Das macht keinen Unterschied. Hier sind Öfen und das gibt uns Wolle. Eine Kiste mit einem Magenta-Banner. Zack. Tut mir leid, Herr Villager. Ich muss gerade mal Ihr Dorf zerstören. Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen. Hier ist Ton und daraus werden einfach, ja, dunkle Treppen. Was passiert, wenn wir Stroh abbauen? Wir bekommen Eichensetzlinge. Wir können endlich die Katze zähmen. Kätzchen. Komm her, Kitty, Kitty. Hallo. Ich habe rohen Fisch für dich. Warte doch, bleib doch stehen. Ja, Kätzchen, hier. Nein, sie läuft weiter weg. Da kommt sie. Ich habe einen neuen Freund. Und zwar diese kleine, süße Katze. Hi, Kätzchen. Komm mit in mein Haus. Oder bleib draußen im Kaktus sitzen, wie du willst. Hier sind Fische für dich. Wir bauen ein grünes Bett ab. Und daraus wird gar nichts. Hier, bitteschön nochmal. Ich glaube, das wird mein neues Zuhause. Was passiert, wenn wir den Golem töten? Tut mir leid, Mr. Golem, Sir.
Aber das ist ein Experiment. Das ist für die Wissenschaft. Ah, Sir, Sie gehen in die Geschichte ein. Ich verspreche es Ihnen. Oh, polierte Schwarzsteinmauer. Das tut mir jetzt irgendwie wirklich leid. Ha. Und ein paar Federn. Nehmen Sie es nicht persönlich, Villager. Es ist nur für die Wissenschaft. Angriff! Ah! Sir! Oh, ein Fisch für meine Katze. Hier, Kitty Kitty, ich habe dir einen neuen Fisch besorgt. Lass es dir schmecken. So, Freunde, ich würde sagen, wir haben hier tatsächlich jetzt fast alles ausprobiert, was man ausprobieren kann. Ihr findet den Link zum Data Pack unter der Videobeschreibung oder in der Videobeschreibung. Schaut gerne im easymouse.shop vorbei. Wir haben dieses Jahr die 1 Million Abonnentenmarke geknackt hier auf YouTube. Seid gerne mit dabei und holt euch das offizielle 1 Million Design. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Wollen Sie mit im Video sein, Sir? Oh, dann eben nicht. Alles klar. Bis dahin, euch allen noch einen wunderschönen Tag und hasta la pasta. Yeah.